Könntest du uns bitte kurz erklären, was dich dazu bewegt hat, diese zwei Motionen einzureichen? Ja, also bei diesen Motionen geht es ja vor allem darum, dass Frauen geschützt sind. Frauen brauchen einen besonderen Schutz in Bezug beispielsweise auf häusliche Gewalt. Und für mich ist es immer wichtig, dass nicht die Nationalität eine Rolle spielt und auch nicht der Aufenthaltsstatus. Es braucht einen Schutz, egal ob eine Frau Schweizerin ist, Ausländerin ist, auf der Durchreise, eine Migrantin, einen Flüchtlingsstatus, das ist mir egal. Wichtig ist der Schutz vor häuslicher Gewalt, vor Ausschaffung infolge häuslicher Gewalt oder sonstigen Sachen, die ihre Würde und ihren Körper verletzen könnten. Ja, danke. Und haben deine Emotionen eine Auswirkung gehabt? Hat sich etwas danach verändert? Ja, das hat es, insbesondere in Bezug auf die Unterkünfte der Flüchtlinge. Da wurde ein Bericht erstellt und dieser Bericht, der wird jetzt überall diskutiert. Also immer, wo ich hinkomme, heißt es, ja, dieser Bericht, dieser Ferry-Bericht, den haben wir zur Hand und wir müssen uns danach ausrichten. Also insofern hat sich das sehr gelohnt, diesen Vorstoß einzureichen, damit die Frauen in den Flüchtlingsunterkünften besser geschützt sind und natürlich auch ihre Kinder. Bei den Frauen sind ja sehr oft auch Kinder mit dabei, die auch einen besonderen Schutz brauchen. Ja, und es gibt ja einen alternativen Bericht zur Istanbul-Konvention, die noch einige kritische Punkte erwähnen. Gibt es deiner Meinung nach noch Handlungsbedarf in diesem Thema? Ja, es gibt natürlich noch Handlungsbedarf. Wir haben eine einigermaßen gute Gesetzesgrundlage und trotzdem braucht es noch Feinheiten, auch in den Kantonen, damit Frauen, die Migrantinnen, vor allem die Migrantinnen, wirklich einen guten Schutz bekommen. Beispielsweise ist es nach wie vor sehr aufwendig, wenn eine Frau in ein Frauenhaus geht, beispielsweise mit einem Schweizer verheiratet ist, dass sie dann wirklich in der Schweiz bleiben kann, wenn es zur Trennung kommt. Das sind immer noch Dinge, die nicht konsequent durchgezogen werden, dass die Frau dann einen Schutz hat. Und in den Flüchtlingsunterkünften herrschen natürlich nach wie vor an vielen Orten prekäre Zustände. Auch infolge der Pandemie, weil ja, das hat natürlich alles verkompliziert und da brauchen wir einfach überall noch Fortschritte zum Schutz der Frauen und ihrer Kinder. Es ist ganz wichtig, dass die Frauen in ihrer Würde und in ihrer Gesundheit, sei das physisch oder psychisch, geschützt werden. Gibt es Unterschiede in den Kantonen oder ist es in der ganzen Schweiz dasselbe? Die Kantone sind ja zuständig für die, beispielsweise für die Asylunterkünfte und da gibt es schon Unterschiede. Ich würde es sehr begrüßen, wenn es Best Practice geben würde vom Bund aus und das dann wie zu einem Standard werden würde. Und ich glaube schon, dass man auf diesem Weg ist, dass die Kantone nicht alles wieder neu erfinden müssen, aber es gibt schon unterschiedliche Zustände. Die Bundesasylunterkünfte, die werden vom Bund geführt, da sollte es mehr oder weniger gleich sein. Aber es fällt und steht natürlich auch mit der Leitung eines solchen Zentrums und mit den vorhandenen Finanzen. Also wenn wir natürlich in den Parlamenten Gelder kürzen, dann ist es natürlich auch so, dass irgendwo eingespart werden muss. Und oft ist das auch in der Infrastruktur, in der Sicherheit und in den Angeboten, welche halt auch die Frauen und ihre Kinder betreffen. Bist du positiv, siehst du zuversichtlich für die Zukunft? Meinst du, dass wir auf den richtigen Weg sind, um Frauen und Kinder besser zu schützen? Ja, ich bin da etwas gespalten. Also ich merke so, wenn wir müssen immer wieder darauf aufmerksam machen, da gibt es Missstände, da läuft es nicht gut, weil halt immer noch der Fokus vor allem auf den Finanzen liegt und nicht auf dem Schutz der Personen, der Menschen. Auch Männer brauchen manchmal besseren Schutz, als sie heute bekommen, nicht nur Frauen und Kinder. Und wir dürfen nicht locker lassen. Wir müssen dranbleiben, wir müssen immer wieder auf Missstände aufmerksam bleiben und auch in den Kantonen hartnäckig sein. Und dann bin ich zuversichtlich. Wenn wir aber loslassen
und die Hartnäckigkeit nachlässt, dann bin ich nicht mehr zuversichtlich. Deshalb braucht es politisch aktive Frauen und Männer, die diese Themen weiterhin verfolgen. Ja, gut. Dankeschön. Ich glaube,